Hallo zusammen, mein Name ist Heiko Becker, ich komme aus Karlsruhe und ganz Europa ist ein Ausnahmezustand und da habe ich eine Idee sozusagen, dass wir alle wieder zusammenrücken und ganz Europa miteinander fühlt. Meine Idee ist einfach so, dass wir das Wahrzeichen des jeweiligen Landes, zum Beispiel in Deutschland, das Brandenburger Tor, in unseren Nationalfarben beleuchten und dann unsere Nationalhymne sozusagen von Musik, ja, Band abspielen lassen und danach in Laufschrift den verschiedenen Leuten auch danken. Das heißt, den Ärzten, den Apothekern, den im Einzelhandel, den Kraftfahrern, der Polizei und noch allen anderen. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geste. Vielleicht finden wir einen tollen Tag damit am 4.4. um ja, 20 Uhr mitteleuropäische Zeit und das Ganze europaweit. Das heißt, nicht nur in Deutschland. Danach schalten wir zum Beispiel nach Frankreich und dort am Eiffelturm. Dort wird der Eiffelturm in den Nationalfarben von Frankreich erscheinen und dort die Nationalhymne Frankreichs ertönen und da halt über Laufschrift oder über LED, ja, über Laser sozusagen, dort den Leuten gedankt, sei es Ärzte oder natürlich Apotheker, Polizei, auch im öffentlichen Leben und den Leuten auch natürlich in der Nachbarschaft und sowas. Das wäre natürlich eine super tolle Aktion und das geht halt immer noch weiter. Die ganze Mitgliedstaaten der EU, das wäre natürlich ein Wahnsinn, um den Zusammenhalt, dass wir eigentlich getrennt sind, ja, auch die häusliche Trennung, aber zusammen alle ein Europa sind und zusammenstehen. Und da ganz besonders brauche ich eure Hilfe. Das heißt, schickt dieses Video an alle Leute, die ihr kennt, alle Leute, die ihr sozusagen unterstützen möchtet und unterstützt auch mich mit meinem Projekt. Und ihr kriegt alle Informationen dann über Twitter, über Facebook, über Instagram und alle weiteren Social Media Accounts sozusagen. Ich schicke euch alles hier noch ein und hier unten lasse ich es nochmal hier einblenden. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir so ein tolles, ja, Zusammenhalt wieder bekommen oder Stay Together Europe oder Fight Against Corona. Und diese Sache wieder zusammen, das Europaverein, dass wir alle zusammen sind in Italien, ja, singen sind aus dem Fenster und wir können auch gemeinsam den Kampf gegen Corona gewinnen. Und da denke ich, ist diese Aktion einmal sozusagen was Tolles, was wir einfach emotional den Leuten wiederbringen. Wir stehen zusammen, wir sind ein Europa und jedes Land bedankt sich bei den, ja, freiwilligen Helfern der Polizei und ist natürlich eine tolle Sache, darum bitte ich euch, schickt diesen Link weiter an alle Leute, die ihr kennt. Ich werde jetzt auch noch die Medien damit informieren und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das wirklich Realität werde. Und dann hört ihr wieder von mir oder von meinem Projekt. Vielen Dank und bis dahin, seid bitte so gut, bleibt zu Hause, vermeidet hier den großen Kontakt, wie heute auch schon die Ausgangssperre. Ja, und ja, das natürlich. Bleibt gesund und wir sehen uns dann bald wieder oder sehen uns dann vielleicht bei einem Projekt oder vielleicht dann wieder auf den Social Media Accounts. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und wir kämpfen zusammen, wir sind gemeinsam stark und daher finde ich diese Aktion mega. Und ja, finde die Aktion, wenn ihr sie liked und teilt, ich würde mich wahnsinnig freuen. Alles Gute auch hier aus Karlsruhe. Danke euch.